Ganz herzliche Grüße, meine lieben Zuschauer. Das nächste Wochenhoroskop steht jetzt wieder zur Verfügung für die Woche vom 19.08. bis zum 25.08. Ja, und der Spruch der Woche lautet: Unsere Sonne wechselt das Zeichen und auch Venus wandert in das nächste Zeichen. Dort umarmt sie Mars und wird von Uranus in neue Aufregung versetzt. Unsere Sonne, meine lieben Zuschauer und Leser, wechselt in dieser Woche am 23.08. um 12.02 Uhr wieder das Zeichen. Sie wandert nun aus dem strahlenden Löwen in die pragmatische, kontrollierte Jungfrau. Zuvor kann unsere Sonne aber noch bis Freitagvormittag kräftig strahlen, denn sie bekommt bis dahin keine weiteren Aspekte geliefert. Ich will hier auch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass selbst wenn die Sonne am 23. In die Jungfrau wandert, ist es oft so, dass gerade die ersten Jungfrauen sich manchmal, die erst in der ersten Dekade Geborenen, manchmal fühlen, als ob sie gar keine Jungfrau wären, sondern dass sie mehr sich dem Löwen zugewandt fühlen. Das kann schon tatsächlich möglich sein, da der Löwe wirklich sehr viel Strahlkraft hat und tatsächlich in die Jungfrau noch mit seiner Strahlkraft hineinwirken kann. Generell ist aber so, dass Jungfrau-Energie dann bereits am Start ist. Also es ändert sich dann auch die Energie. Jungfrau ist nun ein Erdzeichen und damit geht es jetzt mehr um den großen, also nicht mehr um den großen Auftritt wie beim Löwen, sondern jetzt wird gearbeitet und geplant. Also in der Jungfrau soll es klar und genau zugehen, genaue Konzepte wollen verwirklicht werden und es steht jetzt hier zum Beispiel im Vordergrund das Dienen, Helfen und Heilen. Und in den kommenden 4 Wochen haben wir auch eine günstige Zeit, um uns heilsamen Maßnahmen zuzuwenden oder eine Therapie zu beginnen. Auch Aufräumaktionen oder Entrümpelungen stehen natürlich hier sehr förderlich. Kann natürlich eine Steuererklärung sein, die passt da auch wunderbar rein. Also Merkur, unser Denker und Planer, ist ja auch der Herrschaftsplanet von Jungfrau. Der steht allerdings noch im stolzen Löwen und wandelt dort noch weiter bis zum Freitag, den 23. Hat er also noch angenehme Unterstützung auch hier von unserem Glücksplaneten Jupiter aus dem optimistischen Schützen. Das Denken ist hier sehr auf Erfolg ausgerichtet, sehr hoffnungsvolle Ziele stehen dann im Vordergrund und große Pläne wollen hier auch geschmiedet werden. Neue Konzepte können hier auch erstellt werden und viele Ideen können da wirklich richtig sprießen. Sie haben sogar auch Aussicht auf erfolgreiche Umsetzung. Gerade was interessant ist, ist hier, weil Merkur da eine Rolle spielt, unsere Schreiber, unsere Blogger, unsere Journalisten, also alle, die sich mit Wort und Schrift sehr auseinandersetzen oder dort tätig sind, die dürfen natürlich auch von diesen Konstellationen sehr profitieren. Das Bedürfnis nach Austausch und Kommunikation ist momentan also in dieser Phase sehr erhöht. Man kann sich auch gut neuen Studienrichtungen zuwenden. Und das Interesse geht in die philosophischen Richtungen, sozialen und weltliche Themen stehen da im Vordergrund, auch religiöse Themen. Und wer jetzt noch mal verreisen möchte, hat in dieser Zeit auch recht gute Chancen, einen schönen Kurzurlaub noch mal zu haben. Und auch Geschäftsreisen gehören hier dazu, weil Jupiter steht ja auch grundsätzlich für Reisen und Bildung. Und da passt natürlich Merkur oder Geschäftsreisen wunderbar da rein. Wer da vielleicht genauere Informationen für sich selber noch mal haben möchte, wie er denn dazu platziert ist, der kann das wieder ganz einfach bei mir unter www.bärbel-reu.com erfahren. Jo, unser Liebesplanet, die Venus, sie wandert auch in dieser Woche, und zwar am 21.08. um 11.07 Uhr weiter in das pragmatische Sternzeichen Jungfrau. Somit ist unser Liebesleben ab diesem Zeitpunkt ebenfalls hauptsächlich auf pragmatische und wesentliche Erfordernisse des Lebens ausgerichtet. Ab dem 23.08. verbindet sich unsere praktische Venus dann auch gleich mit unserem Energieplaneten Mars in der Jungfrau. Jetzt sind sowohl das weibliche als auch das männliche Prinzip vollständig auf die praktischen und genauen Durchführungen von gestellten Aufgaben ausgerichtet. Mit Mars gemeinsam können sich nun beide Planeten
sehr kniffligen Themen widmen und haben da auch Erfolg, wirklich tiefgründige Erfahrungen zu machen. Alle analytischen Tätigkeiten sind von dieser Konstellation sehr begünstigt. Viele Forscher, Denker, Erneuerer, Wissenschaftler haben jetzt gute Chancen, neue Projekte zum Durchbruch zu bringen oder dort tiefer einsteigen zu können in ihre eigenen Themen. Das Zeichen Jungfrau steht ja auch zusätzlich für Natur, für unsere natürlichen Ressourcen. Also geht es ja auch um ökologische Bereiche. Und in allen Naturwissenschaften hat man jetzt hier tolle Möglichkeiten, auch neue Errungenschaften erleben zu können. Diese Verbindung wird dann zusätzlich unterstützt durch einen harmonischen Winkel von Uranus, unserem Revolutionär- und Überraschungsplaneten. Uranus ist ja, wie ihr wisst, der Herrscherplanet von Wassermann und dem Zeichen der Humanität, der Freiheit, der Wahrhaftigkeit. Und damit sind hier im gesellschaftlichen Miteinander auch einige interessante Neuerungen zu erwarten, weil das in Verbindung mit dem steht, was ich gerade noch zu der Venus-Mars-Umarmung in der Jungfrau erklärt habe. Da auch unser Liebesplanet hier involviert ist, betrifft es natürlich auch unsere Liebe, also das Liebesverhalten. Auch hier kann man mit Neuerungen rechnen. Im Bereich Jungfrau beschreibt die Liebe mehr die Liebe zum Detail, die Liebe zur Natur und zu allen neuen Errungenschaften und wie man der Natur zu mehr Heilung verhelfen kann. Nun haben wir natürlich allerdings auch in dieser Woche wieder die Neptunfalle zu beachten, von der ich die letzten Wochen schon öfter berichtet habe. Der rückläufige Verschleierer steht hier weiter zu Jupiter, unserem Glücksbringer, in Spannung und damit sind ja ebenfalls doch etwas hohe Erwartungen verbunden, die der Realität manchmal nicht standhalten können. Manche von den tollen Ideen, von denen ich soeben gerade berichtet habe, die sind vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Es muss drum auch nochmal gut geprüft werden, was jetzt geht oder was jetzt noch nicht funktioniert. Saturn, unser Hüter und Begrenzer im Steinbock, das sogenannte Auge des Gesetzes, kann man hier so sagen, ist auch weiter richtig aktiv wirksam. Und damit sind die Kontrollsysteme, von denen ich so ein bisschen auch gesprochen habe in den letzten Wochen Horoskopen, die sind noch scharf geschalten. Das verrät immer noch die Spannungsposition von Saturn zu unserem Mondknoten im Krebs, wo ich letzte Woche schon was dazu gesagt habe, dem Zeichen Krebs ist ja das Zeichen der Herkunft, der Familie, der Kinder, der Geborgenheit, also die Gefühlsnatur. Und es ist hier weiter sehr wichtig, in der kleinsten Zelle der Gesellschaft, also in unserer Familie, seine Geborgenheit und seine Zugehörigkeit wiederherzustellen bzw. zu bewahren. Es ist auch wichtig, in sich selbst seine Geborgenheit sicherzustellen und auf seine Gefühle zu hören. In diesem Fall hilft uns natürlich auch wieder Neptun mit seiner Kraft der höheren Oktave der Liebe. So wie ich das in der letzten Woche auch erwähnt habe, gesamtgesellschaftlich ist er der Neptun schon sehr hilfreich. Jo, an der Stelle beende ich jetzt erstmal wieder meine Ausführungen für die kommende Woche und ich wünsche euch den rechten Blick für das Wesentliche zu behalten. Diese Woche bietet tatsächlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ja, und wer natürlich mehr noch wieder für seine eigenen, zu seinen eigenen, für sich selber, für das, was er gerne wissen möchte, zu seiner eigenen Situation, wie die Planeten zu seiner eigenen Konstellation stehen und der vielleicht jetzt gerade Erfahrung damit macht, der kann das wieder ganz einfach bei mir erfahren unter www.bärbel-roll.com. Und mein Jahrbuch der Wochenhoroskope 2019 steht auch noch weiter bereit auf meiner Webseite unter www.bärbel-roll.com. Ihr habt damit noch weiter die Möglichkeit, mit den Sternen zu planen und euch eine kleine Orientierungshilfe zu organisieren, damit man auch die letzten Monate im Jahr noch ein bisschen vorausplanen kann.
Wie immer könnt ihr eure persönlichen Horoskope und eure Jahreshoroskope bei mir per E-Mail, per Telefon oder auch auf meiner Webseite direkt anfordern. Unter meinen Kontaktdaten könnt ihr mich ganz leicht kontaktieren. Auf der linken Seite sind sie zu finden. Und ihr könnt auch meinen Rückrufservice nutzen, der auf der rechten Seite eingerichtet ist. Denkt einfach dran, mir auch immer wieder mal ein Feedback zu geben. Ich freue mich über jedes Feedback und danke für eure Feedbacks bisher. Freue mich immer wieder darüber, auch mit euch in Kontakt zu treten, auch die Kommentare, egal wo ich vertreten bin in den sozialen Netzwerken. Es ist für mich immer sehr spannend, von euch zu hören, auch wie ihr das alles so erlebt. Ja, an der Stelle möchte ich mich jetzt erstmal wieder verabschieden bei euch. Seid ganz herzlich gegrüßt von mir, Bärbel Roy, eure Astrologin. Tschüss, bis zur kommenden Woche.